Abends, Viertel nach sechs. Die Praxis von Dr. Ellen Wedekind schließt. Ihr Team hat Feierabend. Wedekind selbst hat noch 4 Stunden Notdienst vor sich. Erst um Mitternacht wird sie zu Hause sein. Notdienst wird voll bezahlt. Nicht sehr üppig, aber es ist so nach dem Motto, Kleinvieh bringt auch Mist. Und mit diesen Notdiensthonoraren finanziere ich im Grunde genommen meine Praxis. Die 67-Jährige könnte eigentlich schon in Rente gehen. Doch sie will ihre Praxis ordentlich an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben. Der Haken? Die Praxis ist nicht wirtschaftlich. Sie hat zu viele Patienten. Und das bezahlt die Kassenärztliche Vereinigung nicht. Nur 1500 Patienten werden voll honoriert. Ellen Wedekind hat rund 1000 mehr. Das rechnet sich nicht. Ich habe also dann die Praxis ausgeschrieben. Und das Ganze läuft jetzt seit 4 Jahren. Und es waren immer wieder Kollegen da, die sich die Praxis angesehen haben, fanden sie auch ganz klasse. Aber in dem Moment, wo ich ihnen sagen musste, okay, du kriegst für deine Arbeit maximal 63% Honorar, da haben die natürlich gesagt, tschüss. Schon am Morgen stehen die Patienten in der Karmener Praxis Schlange. Ein zweiter Arzt wäre nötig. Seit kurzem hilft hier Dr. Gutmann. Sie beantragte einen zweiten Arztsitz. Damit würden sie für alle Patienten voll honoriert werden. Erst sah alles gut aus, die Kassenärztliche Vereinigung unterstützt sie. Doch im Dezember macht der Zulassungsausschuss einen Strich durch die Rechnung. Entgegen der Stellungnahme der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen sieht der Zulassungsausschuss den lokalen Versorgungsbedarf nicht als gegeben an. So sind im näheren Umfeld niedergelassene Ärzte tätig, die die Patienten behandeln können. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ja, das war als hätte mir ein Riesenbrett vor den Kopf gestoßen. Nur mit einem zweiten Sitz würde sich Wedekinds Praxis mit ihren 10 Mitarbeitern rechnen. Ihre Geldreserven sind aufgebraucht, die Nachfolge weiter unklar. Eine Erläuterung vor unserer Kamera lehnte die KV übrigens ab. Der Vorsitzende des Zulassungsausschusses sei nicht sprachfähig für die Öffentlichkeit. Die Patienten sind empört. Ich finde das betrüblich, dass eine Ärztin, die sich so für ihre Patienten einsetzt, so abgespeist wird. Hier in Karben sind so viele ältere Leute, ja, gerade in unserem Wohngebiet hier, die also darauf angewiesen sind, auch zu Fuß in die Praxis zu kommen. Das ist einfach ein Unding, also es ist einfach unmöglich, wie man sowas überhaupt ablehnen kann. Womöglich muss Wedekind sogar ihre Praxis schließen. Die Patienten unterschreiben jetzt für ihren Erhalt. Auch der Karmener Bürgermeister hat sich eingeschaltet. Der Bürger versteht das nicht mehr. Das ist Bürokratie pur. Wenn man sagt, ja, es gibt woanders genug Ärzte, fahrt doch dorthin. Und es gibt einen Arzt, der bereit ist, nach Karben zu kommen. Dann lass doch lieber den einen Arzt nach Karben kommen, als dass 1.000 oder 2.000 Karmener dorthin fahren müssen. Das versteht keiner mehr. In der Mittagspause macht Dr. Wedekind Hausbesuche. Wie immer seit 37 Jahren. Ihre Patienten haben ihre Handynummer für den Notfall. Was hier und hier und hier so sticht, das kommt vom Rücken. Dr. Wedekind hofft jetzt auf ein Berufungsverfahren, um ihre zweite Arztstelle zu bekommen und die Praxis wirtschaftlich übergeben zu können. Mit ihr hoffen 2600 Karmener Patienten. Am 27. Januar will der Berufungsausschuss seine Entscheidung treffen.